Hallo, liebe Kinder. Bald beginnt die Osterzeit und weil ihr im Moment nicht in den Kindergarten gehen könnt und auch mit euren Freunden nicht so richtig spielen könnt, wie ihr es gerne würdet, habe ich für euch einen Osterhasentanz gemacht. Wir machen uns ganz klein, wie ein Häschen, das schläft. Bei den ersten Tönen, die wir hören, richtet sich das Häschen ganz auf und wackelt mit dem Kopf. Dann stehen wir auf und dann wackelt das Häschen mit seinem Schwänzchen und wir machen das mit dem Popo. Und dann hüpft das Häschen einmal nach rechts und einmal nach links. Ich drehe mich einmal um, einmal nach rechts, einmal nach links und Popo wackeln. Das Ganze kommt dreimal. Und wenn das fertig ist, tanzen wir Laufschritte im Kreis. Bei Laufschritten kommen die Füße ganz hoch zum Popo. Und wir machen einen Kreis rechts herum, einmal beugen und strecken am Ende und einen Kreis links herum, beugen und strecken. Ich wünsche euch viel Spaß.